Kretschow. Satzball für Stefan Edberg gegen Patrick Kühnen, der mit dem Kopf schüttelt, weil er den Ball im Aus gesehen hat. Stefan Edberg mit 6:1 nach einer bisherigen Gesamtspielzeit von 1 Stunde und 50 Minuten. In sich ein sehr, sehr schnelles Spiel zwischen diesen beiden. Es hat ja bisher überhaupt noch kein einziges Grundlinienduell gegeben und ein solches ist auch im weiteren Verlauf eigentlich nicht zu erwarten, weil beide Spieler nach dem Aufschlag sofort den Weg ans Netz suchen. Und das erste Aufschlagspiel ist jetzt enorm wichtig für Patrick Kühnen, damit er nicht gleich zum Auftakt des vierten Satzes gleich wieder in Rückstand gerät. Aber wie gesagt, Stefan Edberg befindet sich im Moment in hervorragender Form und man wird sehen müssen, wie der erste Aufschlag von Patrick Kühnen kommt, der ja in diesem Jahr auch zum ersten Mal in der deutschen Davis-Pokal-Mannschaft eingesetzt worden ist. Gegen Brasilien, zunächst an der Seite von Boris Becker im Doppel und anschließend am letzten Tag auch im Einzel. Beide Spiele hat Kühnen gewonnen. Fourth set, Kühnen to serve. Quiet, please. Thank you. Love the team. Der zweite Aufschlag kommt im Moment zu kurz und er kommt auch zu wenig präzise. Edberg muss praktisch überhaupt nichts unternehmen, um den Ball zu erreichen. Er steht in einer guten Position und dann gelingen dem Schweden natürlich die Passierbälle, wie eben gerade wieder gesehen. 15-0. Und so war es aus der Sicht von Patrick Kühnen natürlich optimal.
Fehler. Und gleich zum Auftakt des 15:40. Vierten Satzes zwei Spielbälle für Stefan Edberg, der diesen überrissenen Lob optimal gespielt hat. Jetzt aus. Auch das ist bezeichnend, wenn es einmal nicht so gut läuft, dann unterlaufen einem natürlich auch Fehler bei Schlägen, die man sonst beherrscht. Man muss im Moment einfach festhalten, dass Stefan Edberg die Begegnung dominiert, dass er einfach zu stark spielt und dass bei Patrick Kühnen Dinge nicht mehr so laufen, wie wir sie vor allen Dingen im zweiten Satz gesehen haben. Und jetzt sind einige der Platzarbeiter hier auf den Platz gekommen, um einige herausgebrochene Rasenstücke zu entfernen, denn die sind ja häufig der Anlass dafür, dass die Bälle etwas unterschiedlich abspringen, obwohl es bisher wenig versprungene Bälle auf diesem Platz 1 im Verlauf der Begegnung gegeben hat. Die Qualität der Aufschläge bei Patrick Kühnen hat nachgelassen. Time. Während Stefan Edberg bisher mit ungemeiner Beständigkeit, Länge und Präzision aufschlägt, sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten Aufschlag. Und nach den beiden Aufschlagverlusten im zweiten Satz bei eigenem Aufschlag nicht mehr in Gefahr geraten ist. Don't you love? Das vierte oder fünfte Mal, dass Stefan Edberg Probleme mit dem Ballwurf hat. 30-15.
30 all. Tja, eben sprach ich Sie noch an, die Beständigkeit beim Aufschlag von Stefan Edberg. Und nun passiert genau das Gegenteil, zwei Doppelfehler in Folge. First service. Dieser letzte Ballwechsel ist ein bisschen bezeichnend, denn so verläuft eigentlich auch die Begegnung. Da gelingt Patrick Kühnen eine hervorragende Return, aber die Antwort von Stefan Edberg, sie ist noch besser zur 2:0-Führung. Team love. Thirty love. Out. 40 love. Ganz knapp im Aus, auch dieser Ball, 1:0-Spiel für Patrick Kühnen zum 1:2 im vierten Satz. Aber Patrick Kühnen hat halt zum Auftakt dieses vierten Satzes schon einmal den Aufschlag verloren. Und nun muss er halt alles riskieren und versuchen, dem Schweden einmal dessen Aufschlag abzunehmen. Stefan Edberg, der ja übrigens früher in seiner Kindheit auch die Rückhand beidhändig geschlagen hat. In jener Zeit, da Björn Borg das Welttennis beherrschte, da spielten ja fast alle Schweden beidhändig. Aber im Alter von 14 Jahren hat er dann die Rückhand umgestellt und sie zu einem seiner stärksten Schläge entwickelt. Stefan Edberg spielt ja, wenn man so will, ein bisschen unschwedisch, denn die meisten Schweden agieren ja vorrangig von der Grundlinie, während Stefan Edberg ja ein ausgesprochener Serve- und Volley-Spieler ist. Und das mit großem Erfolg. Time. Zweimal hat er die offenen australischen Meisterschaften gewonnen, beide Male auf Gras.
Quiet, please. Thank you. Jean Love. Pleasure, Love. Wahrlich nicht schlecht retourniert von Patrick Kühn, wie wir jetzt noch einmal sehen. Aber Stefan Edberg volliert sehr stark. First service. Game, Edberg. 3:1 und im Moment gelingt es Patrick Kühnen einfach nicht, den aufschlagenden Stefan Edberg in Bedrängnis zu bringen. Da blitzt dann und wann das ja ohne Frage vorhandene Können auf, aber Stefan Edberg hat erheblich weniger Mühe, seine Aufschlagspiele zu gewinnen, als dies bei Patrick Kühnen der Fall ist. Der war gut, aber knapp. 15 Love. Forty-fifteen.
Game Kunnen. Edberg leads 3-2, fourth set. Nur noch 3-2 für Stefan Edberg und vielleicht gibt Kunnen dieses sicher gewonnene Aufschlagspiel ja ein bisschen von dem Selbstvertrauen zurück, das er braucht, um jetzt Stefan Edberg noch einmal bei dessen Aufschlag in Bedrängnis zu bringen. Zwischenzeitlich hat Patrick Kühn einfach ein bisschen den Faden verloren. Vor allen Dingen als Reaktion auf den gewonnenen zweiten Satz. Der dritte Satz ging zu schnell an Stefan Edberg, der eindeutig dann den dominierenden Part übernahm. Aber insgesamt ist in den letzten Spielen doch eine leichte Aufwärtsentwicklung bei Patrick Kühn wieder zu erkennen. Gut gespielt hier, wie wir in der Wiederholung noch einmal sehen, von Patrick Kühn. Der Mut hatte einfach stehen zu bleiben und damit ein bisschen geahnt hat, dass Stefan Edberg den Ball diagonal und nicht die Linie entlang spielen würde. Die Fangruppe von Stefan Edberg, der ja wie Patrick Kühn sehr gerne und vor allen Dingen auch sehr gut, wie man gesehen hat, auf Gras spielt.